Auf sie bitte richten. Hier, auf die da. Aktion! Achtung, da kommt Pisspot Potter. Hau ab. Doch nicht auf die Regenschirme. Junge. Was ist mit dem Regal? Irgendwas geht damit doch. Ich sag's Professor Snape. Ja, dann sag's ihm. Sehr schön. So. War gar kein richtiges Duell. Wir mussten die nur... Nun ja. Kriege ich jetzt das Passwort? Alle sind weg. Bitte verraten Sie mir das Passwort, bevor Sie zurückkommen. Also gut. Es lautet Volo Futurus Unus. Volo was? Ich möchte allein sein. Volos Futurus Unus. Oder wie? Nun egal, wir haben ein Passwort erhalten. Wo müssen wir jetzt hin? Wir haben Zacharias Smith angewählt. Okay. Kurz nochmal geguckt. Ist hier unten irgendwas, was wir noch nicht entdeckt haben? Das war der Weg in die Kerker, ne? Ich weiß gerade nicht. Da war doch auch noch irgendwas Spinnverwebtes. Oh, ich krieg einen Drehwurm. Stopp! Hallo? Der ist jetzt aber rumgeschnellt. Ich mache hier nur mal eben ein Lichtlein an. Wenn es erlaubt ist, Professor. Das sah jetzt richtig echt aus gerade. Wir kommen da angerannt und der dreht sich so ruckartig um und guckt uns ganz schockiert an, was wir da unten zu suchen haben. Oder pikiert wohl eher. Nicht schockiert. Ah ja, hier ist die blöde Trulla. Und der Baron. Jetzt habe ich echt Gänsehaut. Ach nein, der ist doch ganz lieb. So, Zauberstab, Harry. Vorsicht! Ich bin nicht verrückt. Ja, vermutlich. Halten sich zumindest dafür. War hier was Verstaubtes? Nein, oder? Nein, hier haben wir das Bild gebaut. Okay. Wir können ja noch mal kurz gucken. Machen wir die Kerker auf. Kerkergang 100% entdeckt. Kerker an sich 96. Und da sind wir gerade. Gut. 96, das ist nicht wirklich viel, was hier noch fehlt. Kerkergang war bestimmt das andere, wo wir die Schachfiguren freigelegt haben. Hier, noch mehr. Zwei Schachfiguren fehlten uns noch, ne? Hier ist einer. Eine haben wir und ist hier zufällig noch eine? Hier nicht, oder? Haben wir jetzt hier 100%? Schade, entdeckt 100% im Kerker. Also was heißt schade? Es ist geil, dass wir hier... Aber es wäre halt schön auch gewesen, wenn wir... hier gleich noch die letzte Schachstatue gefunden hätten. Lässt du mich bitte mal durch. Danke. Können wir mit Snape eigentlich reden? Ich habe gerade keine große Lust darauf. Der schnellt ja schon wieder so rum. Ich bin dann mal wieder weg, Herr Professor. Wow. Hoch zu ist es nicht ganz so schlimm wie runter zu. Das muss ich sagen. Gut, das Passwort haben wir. Ich möchte wissen, was hier noch mit dem Regal geht. Oder müssen wir das dann irgendwann mal zerstören? Wegschieben? Aber wenn dann nicht vor das Porträt, oder? Wenn dann in die Richtung. Nee, hier geht gar nichts. Da fehlt uns wahrscheinlich noch unser Zerstörungszauber. Okay.
Immerhin die Kerker haben wir. Zu 100%. Gut, viel war da jetzt auch nicht, aber trotzdem. Wo sind wir denn jetzt? Mach das mal weg und zeig mir die Karte richtig, bitte. Zweiter Stock. Ach, da fehlt sicher noch ein bisschen was. Muss ich jetzt hier die Fackeln angucken, ob die alle brennen. Warte mal, war ja nicht irgendwo eine kleine Tür? Geht die auf? Nein, oder noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich Snape suchen müsste. Und McGonagall und vor allem Dolores. Hast du gesehen, wie viel McGonagall uns aufgegeben hat? Oh, die Dinger sind alle aus. Junge Harry? Alles klar. Da können wir doch noch ein paar Pünktchen sammeln, denke ich. Hier ist noch eins zum Anzünden. Na komm, zum Erforschen Enter drücken. Wow. So langsam kommen wir hier voran. Junge, da hochgucken bitte. Das da. Danke. So, hier ist ein Bild. Haben wir das schon angequatscht? Ich weiß nicht, was wir mit den ganzen schlafenden Bildern machen sollen. Nein, nicht Aktio. Haben wir jetzt alle an? Aber dann wäre wieder eine Kamerafahrt da gewesen, oder? Zweiter Stock. Nicht Kerker. Was habt ihr denn immer mit? VW. Zaubertrankunterricht. Zweiter Stock, 87%. Hi, Harry. Hey. Yo, hi. Ach, da sind die Patil-Zwillinge. Denen müssen wir sicher auch irgendwie helfen. Ich würde die Dinger anzünden, oder? Ist mir gerade egal, was du nie würdest. Ich denke mal, für die müssen wir den Zerstörungszauber... könnten ja auch noch zu den 100% fehlen. Hast du ihn gesehen? Wer hat wen gesehen? Hey, Harry. Hallo, Padma. Parvati. Kommt ihr später zum DA-Treffen? Wir müssen zu Professor Trelawney. Sie möchte einen meiner Träume deuten. Aha. Kommt ihr danach? Ich weiß nicht. Wir geben dir in Wahrsagen Bescheid. Bis dann. Tschüss. Ich muss noch zwei Aufgaben abschließen, aber welche... Was war das denn? Frag mich nicht. Padma verhält sich seit dem Weihnachtsball so komisch. Sie ist immer noch traurig, weil du nicht mit ihr getanzt hast. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Ach, Ron. Bei Mädchen kommt es darauf an, was sie nicht sagen. Schreib doch ein Buch. Übersetzung der verrückten Dinge, die Mädchen tun, damit Jungs sie verstehen können. Sieh auf der Karte nach, welche Aufgaben du bereits gestartet hast? Ja, ich will jetzt nicht auf irgendeine Karte gucken, wegen irgendwelchen Aufgaben. Ist das... Ist das nicht Michael Corner? Ein Wetterchen. Der hat auch Aufgaben für uns. Oder? Hallo, stimmt es, dass später ein DA-Treffen stattfindet? Es heißt, du hättest einen Raum gefunden. Was? Das sollte doch geheim bleiben. Keine Sorge. Ernie hat's mir erzählt und der weiß es von Neville. Wir sehen uns dann dort, okay? Ich weiß nicht, ob Terry oder Anthony auf dem Laufenden sind. Gib ihnen besser Bescheid. Ich sag's Ginny, wenn ich sie sehe. Drei. Was hat der denn mit Ginny zu tun? Na los, wir haben noch nicht alle gefunden. Das geht dich nichts an, was der mit Ginny zu tun hat. Wenn einer da verrückt werden darf, dann ist das Harry. So. Jetzt habe ich wieder nicht nachgelesen, wo wir uns befinden. Mist. Nee, das war ein Bild, was wir aufgehängt haben. Ne? Gut. Das Ding haben wir. Ist das? Volo Futurus Unus. Tritt ein, Freund. Ach, das ist der. Nee, kein Bock. Die reparierten Töpfe können wir aber nicht anzünden.
hoffe ich. Oh, schön. Könnt ihr mal aufhören, mich rumzuschubsen. Anthony Goldsteig. Goldstein. Oder wie auch immer. Nein, nein, da will ich doch nicht hin. Ronald, geh mal weg da. Ich muss der Treppe sagen, dass ich bitte hier hin will. Treppe. Könntest du mal bitte wieder deine Richtung ändern? Na komm schon. Sei eine liebe Treppe. Ich hoffe, meine Nachbarn hören mir hier gerade nicht zu. Hab schon die Tür geschlossen, dass sie mich nicht durch die Wohnungstür hören, aber trotzdem sitze ich hier an der Wand zum Treppenhaus. Aber so hellhörig ist es hoffentlich nicht. So, hoch da, rüber da. Da durch. Okay. Da. Wo sind wir jetzt? Badezimmer der Vertrauensschüler. Nein. Das muss hier irgendwo sein, aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Lässt du mich bitte durch, kleine Ravenclaw? Da ist auch ein Bild, aber ich glaube, das hat uns nichts verraten, ne? Das hat geschlafen, oder? Der Gant. Okay, ich weiß nicht, wo die andere Hälfte davon ist. Kameramann. Ärger mich nicht. Hallo, hallo. Lasst mich durch. Tschüss. Das klingt so nach falscher Stimme irgendwie. So, die Dinger sind angezündet. Und dann ab nach oben. Aber hier macht es wieder richtig Spaß, das Erkunden. Im Gegenteil zu Teil 4. Ist das an? Nein. Na komm. Wäre schön gewesen, wenn das jetzt reihum sofort funktioniert hätte. Gut, die sind jetzt alle an. Wo befinden wir uns? Und vierter Stock. Ich habe schon wieder in die falsche Richtung geblättert, oder? Verwandlung, Viadukt. 84%. Werden wohl so kleine Dinger hier sein zum Anzünden. Wollen wir zu dir? Ist das nicht Anthony? Sagen wir es ihm. Mit wem redet der? Der ist komisch. Hi. Hallo Harry. Wie finde ich den Raum der Wünsche? Du weißt auch davon? Geh in den siebten Stock und denk daran, wie dringend du den Raum finden möchtest. Dann erscheint die Tür. Okay. Ich weiß nicht, ob Harry und Michael auf dem Laufenden sind. Sag ihnen besser Bescheid. Haben wir jetzt noch mehr Aufgaben erhalten? Oh Gott. Gut, das ist das Badezimmer. Da müssen wir nichts machen. Und das ist der Glockenturm. Da kann ich noch mal gucken gehen eben. Was wir hier noch, ob wir hier noch Geheimnisse entdecken können. So. Zaubertrank, das wird lustig, wenn wir das wirklich haben. Oh, da gibt's noch viel im Glockenturm. Gut. Hallöchen. Halt die Klappe. Oh. Das brennt. Hau ab, du Zwerg. Das brennt definitiv. Wieso Zwerg? Habt euch nicht so. Lässt du mich mal durch, danke. Alles klar. Hey. Hey. Die beiden brennen auch. Okay. Die
kleinen Glöckchen. Hat er sich das gespeichert? Eigentlich haben wir sie ja angeschlagen. Nächstes Mal ja. Bin ich unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Das war gespeichert. Gut. Finde beklappter als er kann man gar nicht aussehen. Was meinst Danke. Ach, das ist dieses typische Kleinkinder, Schulkinder-Geblabber. Warte, war die an? Ich würde sagen, ja. Ja, dieses typische Schüler-Brabbeln. Du siehst bekloppt aus, du bist doof. Ja, ja, kennt man doch. Wir sind alle mal zur Schule gegangen, gehen vielleicht immer noch hin. Oh, was haben wir denn jetzt? Hi, das ist das mega riesengroße Ohrenpendel. Hier war ich ja noch nie in diesem Let's Play. Weg damit! Oh nee, haben wir die nicht schon alle gefunden? Eigentlich schon. Was zum... Ich bin heute so müde. Henker sollen wir damit machen? Ja, meine Dame, aber wir haben doch schon beantragt, dass dir Essen gebracht wird. Hallo. Hi. Ja, und nu? Was sollen wir damit tun? Einfach nur erforschen? Hier müsste mal geputzt werden. Ich glaube aber nicht, dass das heißt, dass wir jetzt hier putzen sollen oder das in Auftrag geben sollen irgendwo. Und das letzte noch. Ah, jetzt haben wir sie alle angeguckt und deswegen... Na gut. Von mir aus. Was hat das jetzt mit unserer Statistik angestellt? Ah, da geht gleich alle hoch. Hm. 61% von Hogwarts entdeckt. Porträtpass wieder genau die Hälfte. Okay, Lunas Kleider, das müssen wir noch machen. Diese ganzen Spiele, weiß ich nicht. Charaktere, okay. Geht auch voran. Freds und Georges Pakete. Schachstatuen, fehlt uns noch eine. Wenn ich wüsste, wo die ist. Und eine Zauberertafel. Oh Gott. Tierspuren, das kommt bestimmt erst noch. Ah, aufgeräumt. Ja, ein paar Kapglocken. Die Dinge müssen wir noch finden. Das wird sicher das Ganze für Reparo sein. Spitzennote in allen Fächern. Na super. Nein, danke. Werde ich nicht schaffen. Darum halte ich mich auch noch fern von den Lehrern, wo ich eventuell Glockenturm-Innenhof. Hier waren wir noch nie. Nächstes Mal will ich unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Oder? Da ist Terry. Erzählen wir ihm vom Treffen. Ach, Terry. Ich habe verstanden, Harry. Ja, wir können ihm gleich davon erzählen. Ich möchte macht erstmal hier aufräumen. Ist das vielleicht hier sogar ein Hogwarts aufgeräumt, wenn wir das alles gemacht haben? Ich habe diese Maus in eine Tasse verwandelt. So, das Ding kenne ich noch aus einem anderen Teil. War das Teil 3 oder da haben wir das kaputt gemacht? Glaube ich. Ach, wenn du wüsstest. Was machen wir hier? Sollen wir die Wingardium Leviosa in den Korb verfrachten oder ich weiß es nicht. Ich kann es ja mal tun. Einfach weil wir es können. Junge. Gibt es jetzt was dafür oder müssen wir noch die vom Baum pflücken? Ja, wir müssen den Baum abernten scheinbar. Ah. Was? Gestresste Lehrer? Das macht doch halbwegs Spaß. So. Gib das her.
Rein da. Bevor es zu Fallobst wird. Ach, das war's schon. Ich dachte, wir müssen jetzt noch den anderen Zweig machen. Kommst du zum Quidditch? Nein. Sehr schön. Wieder Punkte gesammelt. Gut, was gibt's hier noch? Oder war's das etwa? Gibt's hier wieder so eine Dinger zum Anzünden? Ah, Bänke. Okay, Bänke irgendwo hinstellen. Das sieht hier alles sehr kaputt aus. Aber wohin die Bänke? Hi. Was ist mit einer Anhörung? Ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Wir können ja mal nachgucken. Glockenturm Innenhof. 91% gefunden. Viel mehr gibt's hier auch nicht. Okay. Es wird aber auch Zeit, dass jemand mal die Lehrer unter die Lupe nimmt. Manche sind absolute Nieten. McGonagall und Hagrid zum Beispiel. Lasst ihr mich mal durch? Danke. Ich schub's mir hier mal meinen Weg frei. So, mit dir soll ich reden. Hallo Harry, du hast einen Raum für die DE gefunden? Wissen alle über den geheimen Treffpunkt Bescheid? Hast du einen Basilisten mit dem Schwert aus Dumbledores Büro getötet? Wir lernen zaubern und nicht kämpfen. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob Michael und Anthony wissen, wo wir uns treffen. Sag ihnen besser Bescheid. Sie wissen schon Bescheid. Wir sehen uns dann im Raum der Wünsche. Oh Gott. Man sieht sich. Gut, dann können wir Michael Corner, Anthony Goldstein und Terry Boot von der Liste streichen. Musstest du so vielen von der DA erzählen, Hermine? Wir sollten froh sein, dass so viele mitmachen wollen. Und Michael wäre wohl nicht gekommen, wenn er nicht mit Ginny gehen würde. Er tut was? Sie geht mit... Seit wann? Sie gehen seit Ende letzten Jahres miteinander. Ich mag ihn nicht. Was für eine Überraschung. Du merkst aber auch gar nichts. Es befinden sich 11 von 28. Okay. Aber ich denke, ein Blick auf die Uhr sagt mir, ich mache hier mal wieder einen kleinen Schnitt, Freunde. Ich hoffe, euch haben die Parts gefallen, auch wenn ich jetzt viel am Erkunden und Erforschen im Schloss bin. Aber ganz ehrlich, das lohnt sich auch total hier, deswegen. Ja, lasst mir doch wenigstens einen Aufruf da oder einen Kommentar, eine Bewertung. Ich freue mich einfach über alles, deswegen... Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder und ja, werden die letzten Mitglieder suchen, beziehungsweise keine Ahnung, ob ich das innerhalb der nächsten Stunde schaffe. Also wir werden dann weitere Mitglieder für DA suchen und das Schloss weiter erkunden. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich 100% schaffe, aber ich strebe schon eine ziemlich hohe Prozentzahl an, also 90 und über 90 wäre schon nicht schlecht. Wenn nicht, ärgere ich mich nicht, aber ich will schon so viel wie möglich mitnehmen, bevor wir nicht mehr zurück können. Also, vielleicht kann ich dann auch schon mal einen optionalen Part einschieben mit den ganzen Belohnungen. Allerdings kommt der vielleicht trotz allem erst ans Ende des Let's Plays. Das werden wir aber sehen, wenn es soweit ist. Deswegen lange Rede und mal wieder so gut wie gar keinen Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dahin, ciao Leute!